Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4. Ja, wenn Ada mal da durchfährt, ne, dann macht sie... Ja, schau mal. Hui! Hui! Gefällt dir das? Schaut aus. Wir sind hier nochmal in der Vault 88. Ich habe hier den Müll hingebracht, den Schrott. Für den Fall, dass wir dann mal wieder weiterbauen, momentan habe ich ehrlich gesagt keinen Bock dazu. Tut mir leid. Ich möchte viel lieber Questen tun und deshalb schleiche ich mich jetzt. Ich hau hier ab. Das ist mir zu viel hier. Könnte ich mich eigentlich hier schon porten? Das habe ich noch nie probiert, glaube ich. Oder doch? Jedenfalls bevor wir uns porten, abtrünnige Roboters zerstören. Bevor wir das machen... Na wohl, das gehört noch zur Hauptquest dazu. Okay, dann machen wir das. So, dann machen wir das heute. So, dann bohren wir uns da hin. Oh, das geht. Okay, das geht. Okay. Fisch, dann bin ich immer umsonst rausgelaufen. Ja. Auf jeden Fall questen wir jetzt noch ein bisschen weiter. Ja, ich möchte gern die Questlog ausdünnen. Nicht düngen, sondern ausdünnen. Also weniger Quests drin haben. Sowohl in der Haupt- als auch in der Nebenquest-Geschichte. Jo. Und ich würde sagen, wir laden. Wir laden und machen uns dann auf den Weg. Na komm. Ja. Wer ist ein Feiner? Ja, du bist ein Feiner. Ja, cool. Ja, mach. Hühot. ja. Wir werden die Quests dann im Laufe der Zeit so. Die Farm ist nichts Besonderes. Aber. Muss arbeiten. Oh, Entschuldigung. Keine Zeit zum Reden. Ist jetzt ja nicht, wenn es da hinten wäre, ne? Ich hab immer so einen. Was wollte ich sagen? Ich möchte die Questlog so weit. Die rennt, glaube ich, falsch, ne? Jupp. Das war so richtig schön verkehrt. Ich Idiot. Was wollte ich sagen? Ich möchte die Quest so weit, die Questlog so weit, ja, minimieren, sage ich mal. Also die Quests erfüllen. Optimalerweise, bis wir nur noch die haben mit mit der Bruderschaft. Also nur mehr halt die Fraktionen eben. Denn man muss sich ja für eine entscheiden, um hier weiter vorankommen zu können. Und ja, das möchte ich gern zum Schluss machen. Da werden wir eben den Spielstand dort laden, wo wir uns keiner Fraktion endgültig angeschlossen haben. Und da müsste das schon passen. Sag einmal, Ritter der Bruderschaft. Was? Hör auf, wir haben jetzt ein... Ja, wir haben ihn nicht einbesiegt. Scheiße, weil ich mich verlaufen habe. Servus. Na ja. Dienstschluss hole ich mir ein dickes Salisbury Steak. Streifengänger. Du weißt schon, dass hier ein Synth herumläuft. Warum? Versteht ihr das jetzt gerade? Da ist ein Synth. Da. Synth. Da ist einer der Bruderschaftstypen. Synth? Bruderschaftstypen. Der lebt noch, der Synth? Warum? Die mögen doch keine Synth. Und Roboter und überhaupt das ganze Zeugs. Hä? Muss ich das jetzt verstehen? Naja, Quest abgeschlossen. So einfach kann es gehen. Hier ist auch nichts, oder? Aber im Müll. Nein, was ist drin? In der Mülltonne ist was drin. Gut, was haben wir da? Jo. Scheißendreck, ne? Voll zu spät. Gut, dann können wir uns jetzt doch einer anderen Quest widmen. Immerhin haben wir die Erfahrungspunkte für die Quest bekommen. Ist ja auch schon was, ne? Müssen wir das jetzt wieder abgeben, eigentlich? Was haben wir da oben? Was ist da los? Da habe ich nur markiert, oder? Hm, keine Ahnung.
Die 88er Forschungs können wir mal später weitermachen. Nehme ein Landhaus an der Küper in Vizita. Das war jetzt die Bruderschaft, ne? Bruderschaft ist Pfui. Sprich mit den Siedlern bei Nordhagen Beach. Das können wir mal machen. So. Mit den Siedlern. Wo sind sie denn? Beach Dingens. Da drüben. Nordhagen Beach. Ich will dahin. Bitte, ja? Mal von unten nach oben arbeiten, weil oben sind mehr die neueren Quests, glaube ich. Ja, wie gesagt, mal durchforsten, mal durchmachen, alles zusammen. Sonst kann man da mit dem Spiel, wenn wir da nie zu einem Ende kommen. So schade es ist, aber ja, es warten ja noch andere Projekte auf uns, ne? Oh yeah, die ich gerne mit euch erleben möchte. Ah, da am Strand, genau. Wer von euch, mit wem darf ich jetzt da quatschen? Mit dir da hinten, okay. Hallo. Wir könnten wirklich deine Hilfe gebrauchen. Ja? Was brauchst du? Was brauchst du? Wir haben ein Nest mit richtig fiesen Käfern hier um die Ecke. Oh. Wenn nicht bald jemand das Nest säubert, werden wir ein mächtiges Problem haben. Das wirklich Blöde an der Sache ist, ja? Dass der Ort sich super für eine neue Siedlung eignen würde. Oh. Ich kenne ein paar Leute, die sich sofort da niederlassen würden, wenn es sicher wäre. Wenn du dafür sorgst, dass die alte Werkstatt dort intakt bleibt, kann bei einer späteren Besiedlung leicht wieder alles aufgebaut werden. Okay, wo sind diese Mistviecher? Weißt du, wo dieser Ort ist? Sogar ziemlich genau. Ich hoffe, du findest sie und löscht sie aus. Ja, können wir gerne machen. Ziemlich genau sogar, Madame. Ja, die Madame wird das jetzt mal richten. Ist sie schon auf der Karte markieren tut? Na, wahrscheinlich. Doch, wohl, vielleicht. Da, das. Dann würde ich sagen, der oben hin Borten. Bortiport. Boah, jetzt spielen wir Kammerjäger. Ja, wir sind der beste Kammerjäger im ganz Commonwealth, meine Lieben. Ja, die allerbesten. Sofern halt der Ladebildschirm weiter tut. Boah, ich bin ja echt gespannt, ne? Ich bin ja wirklich gespannt auf die neue Nintendo-Konsole, auf die Switch. Die arbeitet ja nicht mehr mit CDs, sondern mit Steckkarten wieder, ne? So wie man es beim 3DS kennt. Boom. Bam. Boah, voll erwischt, ne? Nicht. Oh, der explodiert, der explodiert, der explodiert, der explodiert. Heda! Ups. Bam! Weil diese Steckkarten, wollte ich sagen, die haben keine Ladezeit mehr. Wenn du da dein Spiel drauf tust, ne? Na nur, ich steck fest. Warum? Ach so, was habe ich denn jetzt schon zusammengedrückt? Da hast du keine Ladezeiten mehr, ne? Qualitativ, absolut hochwertig, gleich wie bei einer CD. Aber du hast keine Ladezeiten, nix. Das wäre so was von geil. Jetzt stell dir mal vor, die PC-Technik stellt sich um. Und auf einmal macht das Diskettenlaufwerk wieder Sinn. In Form von so einer Steckkarte als Spiel, ne? Natürlich schon die, also nicht mehr die alten Dingens, sondern schon die heutige modernen Geschichten, ne? Das wäre ja eine Geschichte, oder? Schon mit CD-Laufwerk weiterhin, dass die alten Spiele noch spielen kannst, aber die ganz modernen, die neuen, so wie Fallout hier, stell dir mal vor, es gäbe keine Ladebalken. Dann wären wir schon 20 Parts weiter und mit der Geschichte. Jetzt mal übel gesprochen, ganz, ganz übel gesprochen. Ah, das wäre echt, also ich bin wirklich gespannt, was diese Konsole bieten kann. Ich weiß, ich habe mich jetzt gerade geoutet. Ich bin eine Nintendo-Spielerin, ja. Ich habe seit, also mein erstes Dingens war der Game Boy. Der alte, große, dicke, graue Game Boy. Und seitdem bin ich eigentlich immer bei Nintendo geblieben. Aber ich habe mir auch eine PlayStation 1 damals gekauft. Und zwar nur, weil mir Final Fantasy 9 so zugesagt hat. Ich kannte die vorigen Reihen nicht.
habe in der Werbung Final Fantasy gesehen, also den 9er Teil, als Werbung und war sofort hin und weg. So etwas hat es damals noch nicht gegeben, meine Lieben. So schöne Filmsequenzen und alles, das hat es nicht gegeben. Das hat es damals nicht gegeben und ich musste sie haben. Ich habe dann also wieder mein gesamtes Taschengeld, was ich so bekommen habe, das waren damals noch so 20 Schilling war das meiste, zum Geburtstag mal ein 50er. Und die habe ich dann alles gehortet, alles gesammelt und nach zwei Jahren habe ich mir dann die Konsole gekauft. Allerdings schon vergünstigt, weil die schon am Auslaufen war. Und das Spiel war auch schon billiger, war mir aber wurscht, weil somit konnte ich mir weiteres Geld sparen für ein neues Spiel. Mua, das war damals so. Alle Konsolen, die ich daheim stehen habe, bis auf die Gameboys, die habe ich immer geschenkt bekommen von meinen Eltern. Ja, auf bitte, bitte, bitte. Und natürlich habe ich es auch mit meinen Schwestern geteilt. Ja, die Konsolen jedenfalls habe ich mir selber gekauft. Und die Spiele dazu. So. Wir sind hier fertig. Oder wie? Das kann ja nicht sein. Na, da hinten wird ja geballert. Na eben, wir sind ja nun mal da. Wir müssen ja doch dahinter. Dann lauf mal. Was stehst du denn da herum, Mädel? Ich bräuchte mal so ein Autorun. Einfach mal auf Taste so und so. Ah, da haben wir schon so einen Käfer. Na, nicht das. Du sollst. Na, nicht das. Den Tor so bitte. Das, ja. Du hast nicht getroffen. Willst du mich schälen? Mit Dingens nicht getroffen? Dein Ernst? Jetzt aber. Was? Edda? Wow. Da geht's schon ab, ne? Jawohl. Riesengelsen im Anflug. Geht gar nichts. Au! Du hast überhaupt keine Manieren. Null. Ich brauche ihn nicht anvisieren. Ne? Boah, das ist kacke gerade. Ich mag diese Viecher nicht. Ich schaff's nie, die einfach so wegzuballern. Da bräuchte ich eine Schrot wahrscheinlich, dass sie überhaupt was treffen. Ja, nee. Eine Witwe. Roter Witwenblutkäfer. Witwe. Ja, das ist aber. Ja. Wo ist der Käfer hin? Da oben? Ich glaube, wir haben es erwischt. Na nü? Fuck. Nichts erwischt. Vielleicht kommt er ja wieder. Sind wir jetzt da fertig schon mit diesen Sauviechern? Schaut aus, ha? Jo, es geht. Aber na, kommt schon wieder. Schau, da hinten spielt schon einer rum zum Beispiel. Dann erwische ich aber so nicht. Oh. Irgendwas habe ich erwischt, glaube ich. Wo? Wer? Kommt das Saufig zurück? Schaut nicht aus. Tschatsching. Da war's. Ich habe es genau gesehen. Ich habe ihn ja nur gestreift. So. Ach, grausige Viecher. Jetzt denk mal, das sind. Was? Noch ein? Cool. Danke, Edda. So, ich werde sicher wieder ein paar von diesen grausigen Viechern übersehen. Was Looten betrifft, ist mir wurscht. Wir müssen weiter. Ich will weiter, ich will weiter, ich will immer, immer weiter. Tralala. Tralala. Was? Da zischt's. Ja? Wo? Wer? Da ist er ja. Na super, nichts erwischt. Meh. Jawohl. Da unten kann es kapieren. Bäm. So. Was? Noch wer? Alter, wie viele von diesen Viechern gibt es da noch? Bäm. Da werde ich auch nicht extra runtergehen wegen dem Kerl. La 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 li, la li, la. Jo, bitte. Mach nur. La la li, la. Bam. Da drüben ist auch so ein Kratlerviech. Allerdings schon angeschossen. Erwischt haben wir gleich was, oder? Ja, viel zu weit weg. Hm.
Vielleicht kann es mir eh da umschießen. Vielleicht passt ja mal. Hallo. Der ist mal weg. Ach, die Viecher sind so groß. Ekelhaft. Moment, ist da gerade was explodiert? Das hat geil ausgeschaut, oder? Wie im Fernsehen. Voll die Bruchlandung und explodiert das Viech. Wie im Film, oder? Da war das etwas Rakete, die hier getroffen hat, ne? Hä? Ist das gerade unheimlich? Da hat gerade was rangeklopft. Boah, ist das gerade unheimlich gewesen? Na los, mach auf. Danke. Das wär's. Wow. Ja, sicher. Was? Hallo, hallo. Tschüssi. Da oben ist noch so ein Gradler. Ah, da geht's rauf. Hallo. Na, nicht das. Das da. Boom. Und da ist noch einer. So, und bam. So geht's am leichtesten zu treffen, diese Mistviecher. Wow, wie das ausschaut, voll in die Wand. Iiih. Pfui. Jetzt lassen wir nochmal runter. Eureka. Aha. Ach so, natürlich Dingens aufstellen, ne? Aber zuerst. Türe zu. Da. Das nehmen wir gerne mit. Das auch. Edda, nicht böse sein. Ich lasse dich mal kurz draußen, weil Falle und so. Siehst du? Zu. Was bist denn du? Ah, so. Aha. Müsste jetzt passen, oder? Schaut, schaut zumindest nicht schlecht aus. Was hätten wir da vorne noch? Nicht einfach. Hoppala! Schon wieder auf die falsche Taste gekommen, ne? Es ist ein Gefret. Es ist ein Gefret, sage ich euch. Hui, rein da. Zack, zack. Immer auf die falsche Taste. Pfui, Spinne. Ich wollte nur schauen, was da vorne noch ist. Fallentechnisch, ne? Dass gar ein Siedler da reinhatscht, ne? Und dann haben wir es geschehen. Und das kann eigentlich stehen bleiben. Das brauchen wir nicht wirklich, glaube ich. Aber soweit schaut es gut aus. Gut. Boah, da staubt es. Das war, glaube ich, eher da. Die staubt schon. Wir brauchen jetzt Teffington Bootshaus. Sichere. Ja, das müssten wir eigentlich haben. Taten. Also, ich meine, okay. Es heißt 16. Müsste doch passen, oder? Sichere die Werkstatt. Ich meine. Okay. Okay. Da ist gar nichts. Bis auf Betten ist da nichts. Wir könnten ja schon mal zumindest. Haben wir was mit? Essenstechnisch? Irgendwas? Na. No. Nobody no. Nichts ist da. Gut, dann schlecht, ne? Obwohl, schau, Flaschenkürbis hätten sogar da. Das heißt, verhungern tun sie nicht. Das ist gut. Dann werden wir mal zurückgehen, fahren, fliegen, tun, zu dem hier. Und gehen wir betzen, dass wir es geschafft haben. So. Betzen, 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 betzen. Und wieder haben wir den attraktiven Ladebildschirm. Ja. Hübsch, nicht wahr? Dieses Grün. Ach, ich habe noch nie so ein schönes Grün gesehen. Wie, das hört sich sarkastisch an. Stimmt doch gar nicht. Ich meinte es tot ernst. So, Werkstattmenü öffnen.
wenn du dich im Baubereich befindest. Ja, ja, das war's. Das wissen wir. Wir sind ja Profis, bitte. Mittlerweile. Hallo, grüß euch. Servus. Hallo, Herr Siedler. Wir sind fertig. Du bist zurück. Hast du dich schon um unser kleines Problemfleckchen gekümmert? Jo. Habe ich. Ich will mit dir reden. Ich habe den Laden gesäubert. Sollte jetzt sicher sein. Deine Freunde können also kommen. Das war's? Sprich mit Preston. Ja, natürlich. Hallo. Ja, hallo. Schön, ausnahmsweise ein paar gute Neuigkeiten ein Kind. Zu hören. Übrigens, wir haben beschlossen, die Minutemen zu unterstützen. Wir müssen uns gegenseitig helfen, wenn sich die Lage verbessern soll. Bitte. Dankeschön, das wird Preston aber freuen. Dann würde ich sagen, gleich machen. Jo, oder? Ist eh schon wurscht. Jui. Bravo, bravo. Ach, aber dafür, dass er uns nicht mehr vertraut, freut er sich jedes Mal ganz schön, ne? Vielleicht können wir sein Vertrauen wiedergewinnen, wenn wir jetzt die gesamten Raider auslöschen. Auch die Nuka World, aber ich glaube nicht. Ich glaube, das habe ich versammelt. Also musst echt warten mit dem DLC. Also Level 40 haben, denke ich mal, wäre von Vorteil. Glaube ich jetzt aus persönlicher Sicht. Ja, und ein ganzes Waffenarsenal mitnehmen, ne? Wäre auch nicht so verkehrt. So, den gesamten Schrott mal weg damit. Haben wir irgendwas noch? Ja, das könnt ihr eigentlich auch haben. Die blanke... Was ist denn das? Eine Schrot. Mhm. Endlos Gussgewehr. Die macht aber auch nicht schlecht Damage. Da werden wir die mal kurz drin lassen. Die tun wir weg und die tun wir weg. Dann lasse ich das weiterhin. Unbegrenzte Magazinkapazität. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte sie ausrüsten, ich Idiot. Jetzt kann ich wieder ganz runter, ne? Runter, runter. Ah, endlos. Da war sie. Endlos Gussgewehr. So, Entschuldigung. Dann haben wir noch Kleidung, was wir wegtun können. Nö. Nö. Haben wir irgendwas an Hilfsmittelchen? Ich muss anfangen, mehr zu futtern. Da leuchten die Pilzkerne mal raus. Der Süßkuchen von mir aus. Diverses. Die Mods tun wir weg. Und ich glaube, dann sind wir schon wieder fertig. Jo. Boah, da ist schon wieder dunkel. Ah, mir gefällt das so mit dem Licht. Licht ist so cool. Preston. Wo du sein? Ah, da hinten. Sollen wir was kaufen? Nein. Ich nichts wollen verkaufen. Bam, 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 bam. Herr Preston. Ich habe dir vertraut. Das werde ich nie wieder. Ah, red nicht so einen Scheiß. Die Minutemen haben einen Lauf. Ich habe der Siedlung geholfen, zu der du mich geschickt hast. Und habe dabei gleich den Weg für eine neue Siedlung geebnet. Das sind fantastische Neuigkeiten. Wenn wir so weitermachen, haben wir bald das ganze Commonwealth von den bösen Jungs befreit. Ich bin auf jeden Fall froh, dass du da bist. Es hat sich nämlich noch was ergeben. Ich markiere es dir auf deiner Karte. Geh dort hin und finde raus, was sie wollen. Wir könnten mehr Siedlungen brauchen, die uns unterstützen. Ich hab's aufgegeben, dich überzeugen zu wollen. Boah, ist das hart. Finch Farm schon wieder. Sprich mit den Siedlern bei Finch Farm. Das gibt's ja nicht. Im Ernst? Das kann ja nicht möglich sein. Was? Sowas. Oh, und wieder der attraktive Ladebildschirm. Ach, es ist so schön, dass du da bist. Wirklich. Da geht einem doch glatt das Herz auf, oder? Ich muss mir da jetzt mal eine größere Quest suchen. Die eine Siedlung machen wir noch. Das passt super für heute. Dann haben wir wieder was für die Siedlungen getan. Und dann gehen wir wieder andere Quests an, würde ich sagen. Mal so ein bisschen abwechseln. Einmal hier, einmal dort. Hallo! Wir könnten wirklich deine Hilfe gebrauchen. Ja, dafür bin ich ja da. Was ist denn los? Ja, ich bin hier, um zu helfen. Was ist los? Es gibt da eine Raider-Gruppe, die uns einfach nicht in Ruhe lässt. Sie rauben unsere Lebensmittel und unsere Vorräte. Und sie drohen uns, wenn wir ihnen nicht geben können, was sie wollen. Wir wissen, wo sie sich versteckt haben.
Aber wir können es nicht mit ihnen aufnehmen. Ah, das mache ich schon. Keine Bange. Keine Sorge. Ich kümmere mich für euch um diese Raider. Das hoffe ich. Wir wussten nicht, was wir tun sollten. Okay. Nicht verzagen. Immer die Zocki fragen. Was? So, wo mischen wir denn hin? Da? Da waren wir doch schon mal. Haben wir da nicht... Ach so, da muss ich so hinlaufen. Ach so, das ist ein neuer Ort. Na gut. Die haben Mais. Entschuldigung, ich bitte euch da mal was. Und Klingenkorn. Was? Was? Ja, wo kommst denn du her, du schierches Viech? Was? Warum Strahlung? Gibt's schon schickes Wetter? Ich nehme gleich mal da ein bisschen Klingenkorn und so mit, ne? Ein paar Früchte noch, da vielleicht noch sowas. Scheint wirklich was zu werden. Für die andere Siedlung, ne? Aber die haben echt mal Auswahl, muss man schon sagen. Wo ist denn das Viech jetzt krepiert? Das kann man so nicht sagen, nicht wahr? Dann soll es in Gatschhofen. Wir haben keine Zeit. So, wir gehen da rein. Die Erfahrungspunkte bekommen sind sowieso wichtiger. Das ist wichtig. Folge dem Notsignal. Aha, da haben wir auch noch was. Was? Da oben gibt's ja nicht, oder? Bam! Boom! Ja, ist das nah. Puh! Ja, sag einmal, da rennt einer. Da. War voll daneben. Der ist weg. Was? Da? So Sauthöhle? Wo kommen die jetzt her? Okay. Bam. Bam. Okay, der rennt weg. Da haben wir noch so einen Creeper. Hoppala. Boom. Ich glaube, die Dingens helfen uns. Kann das sein? Das sag einmal. Jetzt hätte ich gehofft, dass die Bruderschaft einmal kurz uns zur Seite steht. Boom. Legendär, Meister, was noch alles? Halt, was? Wo? Wer? Wie? Bleib mal stehen. Boom. Bam. Boom. Alter, der Kasperl hält was aus, ne? Aha, da ist ein Viech-Dingens. Moment. War das gerade? Oh, wieso denn das? Hundstöhle im Anmarsch. Jawohl. Wie geht denn das, bitte? Die Schweine haben gerade ein Flugzeug von der Bruderschaft abgeschossen. Was? Was willst denn du von mir? Was ist mit dem Schützen, ey? Den erwische ich so ja nicht, oder? Cool. Ein legendärer Kriegsfürst, natürlich. Was denn sonst? Ich erwisch nichts, oder? Ich soll doch mal was essen. Edda kann schweben. Da drüben ist auch einer. Oh. Na toll, was sind wir denn da jetzt wieder hingeraten, ne? Der ist einmal weg.
Was ist denn los, ey? Du Sackepicker da oben. So, ich hab das für einen Hund runter, ne? Da. Bam. Boom. So, der ist mal weg. Jetzt wird es Zeit, dass wir die Straßenseite wechseln, genau. Ey, das wird ja alles gut. Alter. Wir rennen da hinten. Okay. Was willst denn du von mir? Wir müssen darüber, es hilft nichts. Jetzt ist es ruhig. Hoffentlich kommen wir da drüben wieder raus. Scheiße. Das volle Frack. Aber da schau mal, wie das brennt. Na, sogar unter Wasser brennt das Schiff noch. Schiff, das Flugzeug halt. Halt das Flugzeug. Na, großartig ist das, wirklich. Nachladen wäre auch nicht schlecht, geht das? Unter Wasser nicht, ne? Nachladen. Edda? Was? Hallo? Tschüss. Ist das ein Kotzwurf? Hallo. Servus. Mr. Handy. So, super Mutant. Da hinten ist ein Krüppel. Gut. Ab ins Kreuz. Da. Super. Bravo. Mhm. Boom. Bam. Wer bist du? Bam. Bam. Boom. Shepa. Bam. 90. Bist du gescheit? Wo ist der hin? Da. Boom. Bam. Geht ja. Wo ist eigentlich meine liebe Edda? Hoi, Edeka. Was? Wo sind denn hin, die Kratler? Sind sie alle tot? Wohl eher weniger, oder? Ah, ich höre die Edda. Scheint echt keiner mehr da zu sein. Na gut. Holla. Was? Irgendwas mit widerlich. So, jetzt wäre es gut, die Leute hier zu looten, ne? Was machst du hier? Ich wollte nur ein paar Sachen tauschen. Schieß los. Was macht die hier?
das können wir, lol, das können wir alles mitnehmen, ne? Sturmgewehr. Knochen der rechten Hand. Ja, immer gut. Superhammer. Ja, ich werde gleich überladen sein, wenn das so weitergeht. Da vorne müssten noch welche sein, oder? So ein legendärer Heini. Glück. Lederrüstung, linker Arm. Plus 2 Glück. Mhm. Hey, wie kann ich... Entschuldigung. Noch nicht. Aufgepasst. Ja. Entschuldigung. So. Ach, können wir uns jetzt bitte unserer Aufgabe widmen? Das wäre mir gerade sehr lieb. Ja, irgendwie da lang. Hui. Edda? Komm her. Hier. Okay. Abbrechen. Oh. Irgendwie da lang, ne? Hoi, Rekka. Ich komme jetzt. Wohl doch jetzt. So. Ja? Ach, zahlt's halt aus. Schleichen zahlt's halt aus. Bam. Puff. Shepper. Nächster Arsch. Mit einer Powerrüstung. Freili. Weg ist er. Die erwische ich glaube ich nicht so, ne? Ah, da ist er. Bam. Nanu, nicht tot. Schlecht. Jetzt aber. Dann haben wir da drüben irgendwo einen. Oder, oh, doch, da ist er. Boah. Nichts erwischt. Spinnst? Geht ja nicht so. Da drüben ist noch so ein Gradler. Bam. Nachladen, jawohl. Bau, bau, bau. Bam. Dann haben wir noch einen. Was? Ach, da oben! Ja, sehr was. Mein Arm, mein Gesicht! Was? Ah, da! Bam! Geht ja. So, dann nehmen wir da was mit, oder? Ich werde mich bemühen, meine Gute. Ich werde mich bemühen. Das da? Ja, mehr nicht. Den Rest kann sie aber gerne behalten. Das haben wir auch noch mit. Was? Wo redet hier wer? Oh, hier, schau mal. Hallo. Ui. Huch, das war... wie der sich vor uns niederkniet, oder? So ein netter... Hoppala. So ein netter Raider, hä? Da weiß mir gar nichts mehr drauf zu sagen. Kniet sich... Nach einem Hinterhalt aus. Aber... Hey, wer ist da? Ich. Ich möchte gerne was bestellen, bitte. Natürlich, weil ich gerade nicht sichtbar bin. Hallo. Wie redest du mit mir? So, schau. Schau, ich mache das gleiche mit deinem Freund. Schade, der Kopf ist noch dran. Oh. So, nein, nicht da. Brauchen wir nicht. So, was haben wir denn hier Schönes?
Ein sehr fairen Hammer da. Mit den Helden spielen, was? Freilich. Hallo, hallo. Was ist denn jetzt los? Ada? Wo ist denn sie bitte hin? Ich glaube, der ist kaputt. Jupp, der ist kaputt. Des Ghoul-Töters. Harbunenkanone. Verursacht 50% mehr Schaden gegen Ghule. Das ist aber auch nicht schlecht, ha? Das ist aber auch nicht schlecht. Boah, ich bin überladen. Ich hab's geahnt. Ada! Schleppen helfen bitte. Was ist das? Auch was? Gut. Boah, ey. Ada? Meine Treue? Oh, ein Safe. Den entsperren wir doch gerne. Ja, natürlich. Nicht bevor eine Haarnadel Dings drauf geht. Klammer halt. So. Haarklammer. So. Na, ich will nach oben weiter. So. Ja, natürlich. Jawohl. Geschafft. Nehmen wir gerne alles mit. Da. Danke. Bitte schleppen helfen. Du bekommst die ganzen Waffen, weil ich dich so lieb hab. Hat er gerade einen Raketenwerfer dabei? Ja, das war wahrscheinlich vom Dings, ne? Von den Supermutanten. So, ich fühle mich gleich viel leichter. So. Und diverses Schrot kannst du noch haben. So. Ich bedanke mich. Jo, du bist die Beste. So. Sind wir jetzt dann schon bald mal da? Da gibt es auch was zu entdecken. Habe ich das gerade richtig bemerkt? Das können wir auch noch entdecken, oder? Halt. Ah. Okay. Wir können uns ja eigentlich hierher porten, ne? Ich hätte es der Ada gar nicht so stark geben brauchen, die Sachen. Es wäre gut, es wäre wirklich gut, wenn wir das ganze Klumpert wieder wegbringen. Ich würde sagen, wir hauen das wieder in unsere Vault rein. Da. Machen da einen kurzen Abstecher hin, weil der Part ist eh schon vorbei. Sehe ich auch gerade erst, das hätte ich beinahe weitergemacht. Und im nächsten Part werden wir uns diesen Dungeon da mal anschauen. Und ja, die Quest hoffentlich zu einem guten Ende bringen. Na gut, ihr Lieben. Ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wer das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.